Also wenn ich an Pazuru denke, fällt mir als erstes Kampfsport ein. Aber Pazuru ist ja noch so viel mehr. Ausdauertraining, Teamgeist und Fairplay wird geschult. Und es ist einfach eine tolle Gemeinschaft, ein toller Gemeinschaftssport. Und jeder Einzelne kann auch seine Fähigkeiten trainieren, in Kräfte messen. Es bewegt mich, mit meiner Tochter bei Pazuru zu bleiben, weil Nele schon seit dem Kindergartenalter bei Pazuru ist und eine tolle Entwicklung hingelegt hat. Das vielfältige Training, die Bewegungsabläufe in Kombination mit den Mattengesprächen sind einfach ein super Konzept und ein rundum ganzheitliches Training für Körper und Geist. Am meisten macht mir Spaß, meine Kräfte zu messen, neue Techniken zu lernen, wie man sich zu verteidigt und zu verschiedenen Themen mehr zu erfahren. Wir sind circa fast ein Jahr bei Pazuru und ja, und Michael ist ständig dabei, also wirklich auch durchgehend und fließend und er macht das auch sehr gerne. Wir haben sehr positive seines Entwicklungs feststellen können. Zum Beispiel hatten wir ihn mal einmal gefragt, was hast du heute gelernt? Er sagte Disziplin. Was ist denn Disziplin, Michael? Na, sagt er zum Beispiel Zimmer aufräumen, Zähne putzen. Also wir merken schon, dass seine soziale Ader sich auf jeden Fall auf die positive Seite gesehen, sich sehr, sehr positiv entwickelt und wir sind sehr froh darüber. Und wünschen uns natürlich als Eltern, dass er das wirklich bis zum Ende durchmacht. Also wir würden das unterstützen. Ja, also wir sind zu Pazuru gekommen wegen ihrer Erkrankung vor knapp 3 Jahren. Wir haben einen Ausgleich gesucht zu den Therapien bzw. eine Ergänzung zu den Therapien. Und da sind wir aus Pazuru gestoßen. Das haben wir als sehr sinnvollen und auch schönen Weg gefunden, weil Pazuru eigentlich für uns gelebte Inklusion ist. Egal, ob da Kinder sind mit einem Handicap, werden genauso behandelt wie alle anderen Kinder auch. Und das war der Hauptgrund, warum wir da hingekommen sind. Also für mich bedeutet Pazuru, dass ich Bewegung habe und weil es mir Spaß macht. Ja, ich bin am meisten stolz auf meinen Dirtailer. Wir haben in der Corona-Zeit tatsächlich angefangen mit dem Online-Training. Ja. Wir haben uns dann total gefreut, als das dann nach Corona in den Live-Modus übergegangen ist. Und dann ist Felix so richtig eingestiegen mit Webcam oder mit Kampfpartnern und alles. Wir machen die Bewegungsart sehr viel Spaß und das freie Kämpfen. Ich bin ganz stolz darauf, dass ich den blauen Gurt geschafft habe. Am besten hat uns auf jeden Fall euer Konzept überzeugt. Ja? Das Individuelle einfach, dass die Kinder bei euch im Mittelpunkt stehen, immer zu euch kommen können und ihr sie auch individuell fördert. Das war das Beste. Die Trainer haben innerhalb von kürzester Zeit, war mein Gefühl, eine super Einschätzung der Kinder bekommen. Ja? Was die Kinder benötigen, wo sie ihre Schwächen, wo sie ihre Stärken haben, das wurde echt super gut analysiert innerhalb von kürzester Zeit. Ich habe mit 5 bei Pazuru angefangen und ich habe mich immer weiter durchgekämpft. Es war sehr anstrengend, ich war früher auch sehr faul, aber dann habe ich da auch das Beste gemacht. Ich habe mit meinem Vater trainiert und Doni hat mir geholfen, das ist ein sehr netter Trainer, dass ich meinen Spaß schaffen durfte, weil der hat mich seit dem Einzeltraining gegeben. Und der größte Erfolg ist mein Schwarzwort, den er heute bekommt.